nicht aufgrund der Preise auch. Das ist nun mal ganz klar ökonomisch feststellbar. Nur wenige können sich den teuren, hohen Standard dann erlauben, obwohl im Augenblick die Bioprodukte in Deutschland rasend gehen. Rasend. Ja, die ist doppelte Kosten, regelmäßig. Das ist dann auch vielleicht mal eine Antwort und eine Chance. Es gelten also in Österreich, in Deutschland, in jedem Land der Sache nach 27 Rechtsordnungen. Für jedes Gebiet 27 Rechtsordnungen. Aus jeder Rechtsordnung jedes Mitgliedstaates. Da kann man nicht mehr sagen, dass es Demokratie ist. Ich dachte, Demokratie heißt, wir in Deutschland, Sie in Österreich bestimmen die Rechtsordnung. Das Lebensmittelrecht, das Arbeitsrecht, das Gesellschaftsrecht. Davon kann gar keine Rede mehr sein. Ja? Es sind 27 Rechtsordnungen und 26 davon werden von einem anderen Land bestimmt. So ist die europäische Wirklichkeit. Ich meine, so kann es auf gar keinen Fall bleiben. Aber dieses Herkunftslandprinzip ist so wichtig, es hat diese deregulierende Wirkung. Das spüren Sie auch. Das geht in die Daseinsvorsorge jetzt hinein. Jetzt ist ja die Phase, die Daseinsvorsorge, der Ausdruck hier auch bekannt, zu ruinieren. Energieversorgung, Abfallbeseitigung, alles, was die Kommunen machen, damit man einigermaßen leben kann in der Stadt, ja, und auch sicher leben kann, sichere Energieversorgung, anständige Abfallbeseitigung, Müllabfuhr und so weiter und kostenmäßig tragfähig. Immer war der Energiepreis zu hoch. Immer wurde mit dem Strompfennig auch alles andere mitbezahlt, aber es wurden andere kommunale Leistungen mitbezahlt. Ja, das muss man ja auch mal sehen. Die Verkehrsbetriebe werden sonst nicht zu finanzieren. Aber jetzt ist es alles privatisiert. Und zwar auf Druck der Europäischen Union. Das muss dem Wettbewerbsprinzip überlassen werden. Der Präsident Barroso hat gerade noch mal beschimpft die Daseinsvorsorge, weil die das Wettbewerbsprinzip unterläuft. Jetzt sind die Strompreise in Deutschland um 50% gestiegen, zunächst einmal. Ja, und Vattenfall beispielsweise in Hamburg hat uns einfach gesagt, ihr wolltet doch den Wettbewerb, jetzt habt ihr ihn. Wir können den Preis nehmen, also nehmen wir ihn. So ist das. Ja. Alle sind natürlich, haben es jetzt langsam gemerkt, dass es besser war, wenn die Stromversorgung und so weiter in der Hand der Kommunen war oder bei der Länder. Jetzt ist sie privatisiert in irgendeine Hand und die Sache wird auch teurer und deutlich unsicherer, davon ganz abgesehen. Es ist ein großes Glück. Wir haben ja das Glück, in Europa zu leben. Wir sind in Europa zum Glück verpflichtet, sagt Angela Merkel. Ein großes Glück, jetzt eben den Strom von Vattenfall und anderen zu bekommen und dafür mehr zu bezahlen. Das liegt ja auf der Hand. Diese Regelung, die Deregulierung, ja, lässt es ja gar nicht mehr zu, hohe Sozialstandards. Die haben ja gar keine Chance. Die Union hat keine Befugnisse, keine hinreichenden Befugnisse für Sozialpolitik. Das sind nur begrenzte Befugnisse, zurückhaltende Befugnisse. Das ist das Raffinierte. Die Union kann alle Regelungen, weil sie alle die Grundfreiheiten beeinträchtigen, schleifen. Und hat das schon erfolgreich getan. Kann aber nicht dagegen aufbauen, einheitliche Sozialstandards. Also einheitliche Regelung für die Sozialhilfe, für die Rentenfrage und so weiter und insbesondere für die Krankenversorgung. Die Befugnisse hat sie nicht. Also bleibt aus Wettbewerbsgründen nichts anderes übrig, als die Leistungen im sozialen Bereich herabzusenken. Denn sonst ist ein Land aus Kostengründen nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist die Logik. Dass wir einen enormen Druck auf die Sozialkosten haben, in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung, allergrößte Problem, ja, liegt genau an diesem Schema, dass der Wettbewerb, die heilige Kuh, das goldene Kalb, Wettbewerb eben alles bestimmend ist. Und mit aller Härte setzt die Europäische Kommission das Wettbewerbsprinzip durch, und zwar rein willkürlich. Es gibt keinen Begriff des wirksamen Wettbewerbs, den gibt es nicht. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, vielleicht in der Diskussion, aber die Kommission sagt, wir bestimmen, was wirksamer Wettbewerb ist. Ja, Sie haben jede Möglichkeit der Willkür, sprich der Bestechung. Ne? Ich meine, eher man eine halbe Milliarde zahlt, wegen eines Kartells, ne? Was festgestellt wird. Das ist ja absolut rechtlich völlig unsicher. Völlig unsicher. Es gibt keinerlei Klarheit. Also wie jetzt Siemens, 420 Millionen Euro und in einem anderen Fall war es ja noch eine Milliarde in einem Unternehmen Rheinstahl. Ehe man 420 zahlt, überlegt doch vielleicht ein Vorstand, der ja auch gewohnt ist zu bestechen, eben, ob er nicht vielleicht also mit 42 Millionen auch zurechtkommt. Ne?
Also was würden Sie lieber zahlen, 420 oder 42 Millionen Euro? Die 42 werden dann wohl reichen, um die Generaldirektion Wettbewerb zu überzeugen. Ne? Angesichts dessen, dass es da keinerlei Begriff gibt. Ich schreibe gerade dazu, also demnächst können Sie es haben, über die Wirtschaftsverfassung. Es gibt keinerlei Begriff, der juristisch subsumibel anwendbar wäre. Man sagen kann, das ist wirksamer Wettbewerb, das ist kein wirksamer Wettbewerb. Das ist ein verbotenes Kartell, das nicht. Das Ex-lege-Prinzip im neuen Kartellrecht seit 2003, macht das Kartellverbot davon abhängig, ob das Kartell für den Wettbewerb nützlich ist oder nicht. Und zwar nach allen Zielen der Union. Soziale Ziele, Umweltschutzziele, das Zielkonglomerat, das Glück auf Erden. Artikel 2. Alle Ziele können berücksichtigt werden bei der Frage, ist ein Kartell illegal oder nicht. Das soll der Unternehmer alleine vorher einschätzen. Wenn er sich verschätzt hat, er kann ja gar nicht anders als sich verschätzen, dann kommt die Kommission irgendwann, gegebenenfalls, wenn es sich lohnt, und sagt Kartellverbot, Strafe. Und Strafe sind so und so viel Prozent des Umsatzes. Ja, bis zu 10% des Umsatzes, der davon betroffen war, von dem Kartell. Und das sind dann solche Zahlen wie bis zu 1 Milliarde Euro. Das Geld geht natürlich nach Brüssel. Aber Sie können sich alle weiterdenken. Keinerlei Rechtssicherheit. Wir haben im Wettbewerbsrecht keinerlei Rechtssicherheit mehr. Das ist kein Rechtsstaat. Fusion. Eine Fusion wird verboten, wenn sie nicht wirksamen Wettbewerb verspricht. Bin ich genau dasselbe. Das Wort wirksamer Wettbewerb ist das entscheidende Wort. Vielleicht ist der eine oder andere hier wirtschaftswissenschaftlich ein bisschen, also Studium und Ähnliches informiert oder durch unternehmerische Tätigkeit. Es kann niemand sagen, was wirksamer Wettbewerb ist. Und jeder Wirtschaftswissenschaftler, der ein bisschen kritisch ist, weiß, dass das nicht geht. Auch die Leute, die ihr ganzes Leben lang schon für den Wettbewerb kämpfen, als ihre Region, ja, die sind traurig und sagen, ja, wir müssen zugeben, wir haben die Rechtsstaatlichkeit da verloren. Ich empfehle mal zur Wettbewerbsfrage, muss ich wieder mal als Protestant darauf hinweisen, wenn Sie erlauben, auf die Enzyklika von Pius dem 11., also die Quadragesimo Anno 1931, da steht alles drin, genau so sehe ich das auch, so muss man es sehen, was vom Wettbewerb zu halten ist, als das entscheidende Wirtschaftsprinzip, ja, eigentlich gar nichts. Nicht? Das hat damals der Papst, der Pius der 11., ganz klar kritisiert und Johannes Paul II. Hat das voll übernommen in seinen Enzykliken und jetzt der neue Papst, Benedikt der 16., auch. In aller Kürze sich da angeschlossen. Da hat die katholische Kirche die klare Position. Ich wundere mich, warum all die Katholiken in der Politik in Deutschland die päpstlichen Enzykliken nicht lesen und nicht kennen. Das sind also nur, ja. Ja, ich lese sie. Also, weil das, was drinsteht, sozialpolitisch, also die spirituellen Aspekte, die muss man nicht auch so in sich aufnehmen, ganz, aber kann man auch. Also, aber sozialpolitisch, liegen die vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja, das hat sich jetzt ja wieder gezeigt an den Äußerungen von Benedikt dem 16.